Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Testvideo für dich und zwar möchte ich gerne die Maybelline Dream Urban Cover Cream gegenüberstellen mit der IT Cosmetics CC Plus Your Skin But Better Cream. Also, wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Auf beiden Seiten werde ich natürlich denselben Primer verwenden. Da habe ich von Dr. Pierre Rico die Base Visage. Und das ist eine Primer-Creme, die so sanft ist. Also die Haut wird wie Seide danach. Und deswegen verwende ich den wirklich gerne. Es ist ein toller Primer. Dann verwenden wir mal auf dieser Seite von Maybelline die Dream Urban Cover Full Coverage Lightweight Protective Make-up Cream mit Lichtschutzfaktor 50 sind beide. Und das ist die Farbe 100 Warm Ivory. Das soll ja alles sehr ähnlich sein. Und ich kriege sie nicht auf, weil ich zu cremige Hände habe. So, dann gucken wir mal, wie die so aussieht. Sehr flüssig, ne? Und vom Ton her wird es sehr gut passen. Ich bin wirklich gespannt. Lightweight. Also es soll sich so anfühlen, als hättest du nichts auf dem Gesicht. Mal schauen. Dann verteile ich erstmal das, was ich auf dem Gesicht habe, mit meinen Fingern oder mit meiner rechten Hand. Die fühlt sich unfassbar schön an. Sehr seidig. So sieht jetzt die Maybelline-Seite aus. Einfach nur mit den Fingern verteilt. Dann nehme ich mir ein Ember-Schwämmchen. Ich habe zwei Ember-Schwämmchen für beide Seiten. Den gleichen Schwamm, nur halt in der unterschiedlichen Farbe, dass ich das unterscheiden kann. Und dann blende ich mir das so ein. Selbstverständlich ist das Ember-Schwämmchen angefeuchtet. Sonst wäre es nicht so schön fluffig. Also die Farbe passt sehr, sehr gut. Sieht jetzt im Display etwas heller aus als in der Realität, aber es passt wirklich unfassbar gut zu meiner Haut. So, das war jetzt die erste Schicht mit der Maybelline Foundation. Jetzt nehme ich auf der anderen Seite eine Schicht von der IT Cosmetics Cream. Ja, da habe ich hier so eine Probe von 4 Millilitern. Das ist ganz praktisch, da muss man sich den nicht komplett neu kaufen. Habe ich in der Farbe Medium tatsächlich. Die sieht etwas dunkler aus als die Maybelline Foundation, aber ohne Witz jetzt, ne? Vom Design her, so rumhalten, sehr ähnlich. So, dann gucken wir mal, wie die ist. Die ist ein bisschen pastiger, also etwas dickflüssiger und ja, die trage ich mir erstmal mit meinen Fingern auf. Jupp, die ist etwas dunkler. Mist. Die hat auf jeden Fall auch einen stärkeren Geruch. Die riecht eher frischer. Oh, nein, das ist voll der Unterschied von der Farbe. Naja, wir gucken einfach mal, wie sich das Ergebnis danach so gestaltet. Ne? Mist. Schön. Dann renne ich heute also den ganzen Tag mit einem zweifarbigen Gesicht durch die Gegend. Herzlichen Glückwunsch, Claudi. Du hast alles im Leben richtig gemacht. Ja, also die Farbe Medium passt jetzt leider nicht so gut zu mir. Fühlt sich etwas klebriger an tatsächlich als die Maybelline Foundation. Und jetzt nehme ich mir ein Beauty-Schwämmchen und arbeite das ein. So, jetzt haben wir die eingearbeitet. Die IT Cosmetics glänzt definitiv mehr auf meinem Gesicht. Von der Deckkraft her sind die beide sehr, sehr ähnlich. Also ich hätte jetzt auf beiden Seiten Problemstellen, wo man sich das genauer anschauen kann. Hier auf der IT Cosmetics Seite siehst du, dass die Rötungen halt nicht wirklich abgedeckt sind. Und auf der Maybelline Seite siehst du, dass hier meine Rötung, die ich hier immer habe, dieses geplatzte Äderchen nicht wirklich abgedeckt ist. Und ja, meine Sommersprossen sind so oder so nicht wirklich abgedeckt. Aber du hast auf jeden Fall eine sehr leichte Deckkraft auf beiden Seiten. Fast schon auf beiden Seiten, würde ich sagen, wie eine getönte Tagescreme. Ne? Also von der Farbe her, da kann natürlich die IT Cosmetics Cream nichts für, passt die Maybelline Seite definitiv viel, viel besser. Aber es ist ja erstmal nur die Foundation. Ich habe ja alle anderen Produkte noch gar nicht drauf. Einblenden lassen haben sich beide Seiten sehr schön und also sie sehen beide schön aus. Ich kann beide Farben oder beide Nuancen, sage ich mal, separat voneinander sehr gut tragen. Aber jetzt so im Misch, naja, kann man durch andere Produkte ausgleichen, dann fällt es nicht jedem direkt auf. Ja. Ich würde jetzt sagen, wir versuchen trotzdem nochmal auf beiden Seiten eine zweite Schicht, um einfach zu gucken, ob die Foundations sich beide aufbauen lassen. Ich muss gestehen, dass ich den Duft von der Maybelline Foundation mehr mag, weil der sanfter ist.
Ah, das ist halt immer eine persönliche Geschichte. Ich wollte es eigentlich mit dem Pinsel einarbeiten und nicht mit den Fingern. Aber ich habe keine zwei gleichen Pinsel zum Foundation auftragen. Jedenfalls nicht gerade da. Die sind in der Wäsche. Ich habe heute noch eine weitere Videogeschichte geplant, dass ich Pinselreiniger im Vergleich zeige. Dafür habe ich ganz viele dreckige Pinsel gesammelt, das musste nun mal sein. Und so kann ich halt auch deutlich besser fühlen, wie sich die Foundation anfühlt. Das heißt, nicht nur mit der Haut im Gesicht, sondern auch mit den Fingern. Das ist auch immer ganz positiv, finde ich. Also auch in der zweiten Schicht, ne? Es passt super zu meinem Gesicht. Das finde ich super. Das hat sich gereimt, super. Super, super, super. Und lässt sich schön aufbauen, hat aber nach wie vor keine ultimative Deckkraft, aber das finde ich nicht schlimm. Steht das irgendwo drauf mit... Ja, Full Coverage ist es jetzt nicht, ne? Machen wir diese Seite noch etwas brauner. Also bei der It Cosmetics hast du auf jeden Fall noch dieses Feuchtigkeitsspendende mit dabei, was du, ich finde, auf der Maybelline-Seite jetzt nicht so hast. Das ist eher ins Matte gehende und deswegen ist es halt schwer, einen 1:1-Vergleich dann zu haben. Aber ich mach's. Was soll's? Die zweite Schicht hat mir tatsächlich auf beiden Seiten auch nochmal ein bisschen mehr Glow verliehen. Auf der It Cosmetics Seite glänze ich wie eine Speckschwarte, das ist ja der Wahnsinn. Ich habe keinen Glow Primer oder sowas drunter gemacht. Hier ist es relativ matt geblieben. Ja, so sieht das jetzt erstmal aus. Aufbauen lassen haben sich beide sehr schön, aber sie sind jetzt beide nicht Full Coverage oder so geworden, also... Ne, deswegen. Aber ich finde es vom Ergebnis auf beiden Seiten echt toll und ich bin gespannt auch, wie die Foundation sich über den Tag verhält. Wir haben es jetzt nicht unfassbar warm, also es ist relativ kühl heute, es ist bewölkt, es regnet ab und zu und ja. Aber ich werde jetzt mein Make-up erstmal fertig machen und dann sehen wir uns gleich wieder. Natürlich kannst du dir das auch nochmal vom Nahen angucken. Hier haben wir einmal die It Cosmetics Seite und die Maybelline Seite. Ja, jetzt auch mit anderen Produkten im Gesicht fällt es gar nicht mehr so auf, dass da ein Unterschied besteht. Ich persönlich habe jetzt auch beim Schminken keinen Unterschied von den beiden Grundierungen gemerkt, aber wir schauen doch einfach mal, wie sich das Ganze im Laufe des Tages verhält. Welcome back! Also, wir haben es jetzt 22:30 abends, klar. Die Foundation ist jetzt gut 7,5 Stunden drauf und... Also beide Seiten sehen nach wie vor gut aus. Ihr könnt euch das auch gleich gerne von Namen angucken. Also, unsere Nachbarn lassen die Jalousien runter. Es ist Bedegungstid. Auch bekannt als Zu-Bett-Geh-Zeit, genau. Ja, also, vom Tragekomfort her war die Maybelline-Seite besser. Hat mir besser gefallen. Also da habe ich die ganze Zeit nicht das Gefühl gehabt, als ob ich eine Foundation drauf gehabt hätte. Die It Cosmetics Seite war plastischer. Also ich hatte die Foundation gespürt. Gerade am Anfang fühlte es sich nicht so komfortabel an wie auf der Maybelline Seite. Dennoch fühlte es sich gut an. Also ne, das ist jetzt einfach Jammern auf sehr hohem Niveau, weil ich zwei sehr, sehr gute Foundations jetzt miteinander vergleiche. Das heißt, vom Tragekomfort hat die Maybelline Seite gewonnen. Von der Optik her... Da kann die It Cosmetics Cream nichts für. Hat die Maybelline-Seite ja besser gepasst, aber mit anderen Produkten sieht man ja auch, mit dem Full Face geschminkt, sieht man keinen Unterschied mehr. Betrachten wir uns das Ganze mal von Nahem. Abgetragen haben die sich beide leicht. Ne? Also sie hatte ja so oder so schon eine ziemlich leichte Deckkraft. Ja, aber im Prinzip ist es alles an Ort und Stelle geblieben. Also da könnte ich jetzt auch noch weiter mit rumlaufen, ohne dass ich jetzt... denken würde, keine Ahnung, meine Foundation verschwindet, verrutscht oder ist bald weg. Das auf gar keinen Fall. Die It Cosmetics Seite hat aber tatsächlich besser gesessen und ist in keine Fältchen gekrochen. Das Einzige, was die Maybelline Seite gemacht hat, ist, dass die hier ganz leicht, ich glaube, man sieht es nicht mal in der Kamera, ne? Ich bin da ganz, ganz nah eben mit meinem Handspiegel rangegangen von Jana, die ist ganz leicht in die Fältchen gekrochen. Also das ist minimal, nur in diese eine hier. Sonst nicht. Also, ne, das ist jetzt nur an der Seite gewesen. Die fühlen sich beide nach wie vor noch echt schön an.
nichts hat gefettet oder so. Ich habe hier den Glow, weil ich einen Highlighter drauf habe und also deswegen, es hat nichts nachgefettet. Du siehst es auch an der Stirn. Nichts hat die Fältchen betont oder ist da reingerutscht. Das ist alles 1A. Also, ne, mein Make-up von meinem Amazon-Make-up hat sich ein bisschen abgetragen. Also der Lippenstift hat sich ein bisschen abgetragen. Aber es sei ihm vergönnt. Ich gehe gleich duschen, deswegen habe ich jetzt nicht irgendwie nachkorrigiert oder so. Das finde ich bekloppt. Ja, deswegen, also beide Produkte sind für mich absolute Gewinner. Und ich freue mich, beide Produkte zu haben. Wenn man sich entscheiden müsste, welches Produkt man nimmt, würde ich wahrscheinlich eher die Maybelline Foundation empfehlen. Weil die auch einfach preis-leistungs-verhältnismäßig günstiger liegt, also besser für den Konsumenten, also für uns. Ja, also beide Produkte sind für mich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr empfehlenswert und ich freue mich, beide zu haben. Echt. Also das sind tolle Produkte, die durchaus einen Test gegeneinander antreten können und auch bestehen und von daher gefällt mir das Video. Dir auch? Dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Da würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Claudi testet alles Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Würde ich mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!